Sehr häufig möchte man eine bestimmte Operation, also eine Berechnung, oft ausführen. Also angenommen, wir haben eine Liste mit irgendwelchen Konzentrationen von einem Element, beispielsweise, sagen wir mal, MgO oder sowas. Und ich mache jetzt hier mal, das ist ein bisschen einfacher, und hier haben wir MgO. Und dann wollen wir das umrechnen, alles in Mg, also in Oxid. Das heißt, wir wollen das Ganze hier, jede einzelne Zahl, immer mit 0,603 multiplizieren. Es gibt zwar auch Möglichkeiten, wie man die direkte Liste mit 0,603 multiplizieren will, aber angenommen, als Beispiel wollen wir das jetzt mal hier einzeln machen. Also wir wollen hier dann machen einmal 23 mal 0,603 und dann 43 mal 0,603 und 4 mal 0,603. Aber natürlich wollen wir das nicht dreimal ausführen. Dafür haben wir einen Computer, dass wir das hintereinander machen können. Und sowas macht man in sogenannten Schleifen bzw. in Loops. Und hier schauen wir uns entsprechend einmal den For-Loop an. Deshalb schreibe ich das hier mal kurz als Überschrift rein. Also wir haben hier diese eine Schleife, diese eine Liste. Und jetzt wollen wir durch diese Liste eine Schleife machen, eine Wiederholung machen. Deshalb machen wir für jedes Element in dieser Liste, also für jedes Element i in MgO, soll Folgendes passieren. Und zwar, jetzt hier wieder ein Return, jetzt gehört die nächste Zeile zu dieser Schleife, deshalb dieser Einzug, dieser Indent. Und zwar soll jetzt für jedes i soll jetzt mit 0,603 multipliziert werden und anschließend wollen wir das Resultat ausgeben. Das heißt, wir müssen hier hinschreiben, das ist das Resultat und dann soll das Resultat ausgegeben werden. Das führen wir jetzt mal aus und dann kommt es auch raus. Ja, wir haben jetzt hier jeweils die Umrechnung in MG oder man kann das Ganze hier auch dann noch, wenn man möchte, mit weniger Nachkommastellen machen. Das heißt, das hier mit zwei Nachkommastellen, dann sieht es ein bisschen besser aus. Jetzt wollen wir aber nicht nur die Ergebnisse haben, sondern wir hätten gerne eine neue Liste, in der dann die Mg-Konzentration drinsteht. Deshalb machen wir hier eine leere Liste. Und dann soll zu dieser leeren Liste oder in diese leere Liste sollen die Ergebnisse reingeschrieben werden. Also hier werden die Ergebnisse ausgerechnet und dann machen wir. Und jetzt soll in diese leere Liste hier soll das Ergebnis, deshalb append, hinzugefügt werden. Das ist wieder diese Punktnotation. Dann die Methode heißt hier append und dieses Ergebnis soll zu dieser Liste hinzugefügt werden. Das Print brauchen wir dann gar nicht. Und dann können wir auch hier, brauchen wir kein Indent mehr. Und zum Schluss soll dann die fertige neue Liste MG ausgegeben werden. Schauen wir uns das an und das funktioniert auch wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Liste mit einer Umrechnung von diesen Magnesiumoxiden in Magnesiumgewichtsprozent. Ja, das ist natürlich hier immer Gewichtsprozent. Das wäre natürlich am besten, wenn man hier einen Kommentar hinschreibt, sodass wir das dann hier haben. Und so kann man diese For Loop verwenden. Manchmal möchte man dann auch dass man hier nur einfach Zahlen hat, also das Element, also das i soll dann 1 sein, soll 2 sein, soll 3 sein und so weiter. Und das macht man dann wie folgt, das ist die zweite Möglichkeit für so eine Liste, also für jedes Element i in und jetzt eine, jetzt könnten wir natürlich hier eine Liste machen, die da heißt 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ein bisschen lästig. Dafür haben wir diesen Range-Befehl, also mit Range und dann zum Beispiel 5. Dann kommt hier, ich mache es mal nochmal kurz weg, einfach nur Range 0, 5 raus. Wenn wir das als Liste haben wollen, müssten wir das wie folgt machen. Dann haben wir hier diese Liste und das könnten wir dann, wenn wir das hier einsetzen, in die Vorschleife vor i in L. I. Und dann sehen wir, dann kommt genau diese Liste raus, die wir hier oben haben. Aber da das häufig gebraucht wird,
kann man das einfacher machen. Man kann hier direkt Range hinschreiben. Man braucht auch die List nicht, das weiß dann Python schon. Schreibt hier hin 5 und dann kriegt man genau dasselbe raus. Oder wenn man hier wieder eine Rechnung vielleicht hat, zum Beispiel s gleich i plus 2 oder wir wollen die Quadratzahlen davon haben, dann kriegen wir jetzt nicht print i, sondern print result, dann bekommen wir hier diese Quadratzahlen. Und dieses Programm hier, das kann natürlich beliebig lang sein in dieser Vorschleife drin, aber das ist das Prinzip, wie Vorschleifen funktionieren.